Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So. Ja, willkommen zurück bei unserer Springfield Mall Teil 7 haben wir heute und ja, in der letzten Folge hatten wir ja uns hier vor unseren Hellstones ja den Eingang gemacht unten. Der hat hier nach vorne wie hinten halt so einen Eingang, der auch nach unten geht. So. Tja, ist noch ein bisschen leer hier. Ich habe mir das schon alles wieder schön vorbereitet. Die Hälfte jetzt von der Seite habe ich jetzt schon gebaut. Ne, wir können uns das hier schon mal angucken, wie es hier jetzt so aussehen wird. Also hier gibt es dann Rolltreppen, die nach oben gehen. Dann kommt hier noch eine weitere obere Etage. Also gibt es hier unten noch so zwei weitere Läden. Kann man sich noch Sitzecken, wie ein bisschen Grünzeug noch machen. Und dann geht es halt hier wieder raus. Ne? So, das gleiche machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. So, die Läden habe ich noch nicht eingerichtet. Die mache ich mir nachhinein noch. Und ja, so viel dazu gesagt. Ich würde mal sagen, erstmal das Blockmaterial. Das hat sich jetzt von der Inneneinrichtung nicht sehr verändert. So, nehmen wir uns mal das erste parat. Also, heute brauchen wir jedenfalls Steinziegeltreppe, Steinblock, also Steinziegelblock, dann Lehm, Lapizazui-Block, Stein, Netherziegeltreppe, Netherziegelstufe oder Block, ne? Dann polierter Andesit brauchen wir noch und Geschwindigkeitstrank. So, wir ziehen uns jetzt erstmal, sag ich mal, den Grundriss für unsere Wände. Das machen wir dann auf beiden Seiten. Also wenn wir das jetzt hier gemacht haben, heißt es dann auch auf der Seite. Solltet ihr jetzt hier das noch nicht ausgehoben haben, also ihr habt hier noch Erde oder so, dann bitte auf 9 Blöcke runtergraben. Das wollte ich noch mal zum Anfang sagen. Also wer noch nicht runtergebuddelt hat, 9 Blöcke tief graben. So, wir beginnen jetzt einfach hier an der Seite. Wir hatten tatsächlich die Läden gemacht. Da nehmen wir als erstes Stein, fangen dann einfach hier, zack, an der Linie weiter und setzen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 den siebten Eimer Lapizazui-Block. Dann geht es nach hinten, also da wo unser Ausgang ging, gehen wir dahin, setzen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Stein und dann den siebten Lapizazui-Block. Jetzt geht es dann zu unserem Eingang hin, ne? Also nach rechts dann. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mal Stein. Und dann den 13. Lapizazui-Block. Nun geht's nach hinten. Und zwar dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und den 9. Lapizazui-Block. So. Wenn wir das Ganze jetzt haben, machen wir jetzt erstmal Lehm noch hier. Das heißt, das könnten wir eigentlich schon hochziehen. Das Ganze ziehen wir auf die Höhe jetzt, wie unser Eingang ist hier, ne? Zweimal Lehm auf dieser Seite hochziehen und zweimal Lehm auf der anderen Seite hochziehen. So, wenn wir das haben, gehen wir hier jetzt, wo wir unseren Zui-Block hingesetzt haben und ziehen da jetzt einfach die Reihe bis nach hinten hin, bis zur Wand. Ne, ich habe mir das hier ein bisschen runtergezogen. Ne, das ist ja die Grenze unseres Ladens, ne, und dann zack, bis zur Wand. Das Ganze dann nach vorne ziehen und dann treffen wir auf unseren, genau, Stein. So. Jetzt markieren wir uns noch ein bisschen die Wände. Das heißt, wir hatten ja hier jetzt, ne, diese Ecke. Und da aus gehen wir dann so zur Seite, zum Lehm und dann nochmal nach hinten komplett. So. Jo, wenn wir das haben, nehmen wir jetzt nochmal Stein und ziehen jetzt hier am Rand, also jetzt hinter unserer Steinschicht, noch eine weitere Steinschicht. So. Hier, hier nochmal. Und hier nochmal. So sieht das Ganze noch erstmal aus. So, jetzt machen wir erstmal noch mit dem Grundriss auf der anderen Seite weiter. Das heißt, wir fangen jetzt einfach bei unserer Eingangstür, ne, auf der rechten Seite an, setzen dann so schräg daneben, ne, oder so daneben, Lapizazui-Block. Dann ziehen wir Stein nach vorne, 1, 2, 3, 4 mal Stein, Lapizazui-Block ist der fünfte. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 mal Stein, Lapizazui-Block setzen und dann 1, 2, 3, 4 und einmal Lapizazui-Block. Nun geht es nach vorne und zwar setzen wir dann 1, 2, 3 Stein, Lapizazui-Block, 1, 2, 3, 4 Stein, einmal Lapizazui-Block und dann 1, 2, 3, Lapizazui-Block, 1, Lapizazui-Block. So. Ja, und hinter unseren, sage ich mal, Lapizazui-Block und Stein hier, ziehen wir nochmal Lehm. So wie wir das jetzt haben, machen wir uns das jetzt auch nochmal auf der anderen Seite, damit wir so hinterherkommen, ne?
Also Video anhalten, dieses Muster erstmal auf die andere Seite noch übertragen. Wenn ihr das übertragen habt, nehmt ihr Stein und verbindet das mit der anderen Seite hier, ne? Und den Lehm natürlich auch verbinden. So, jetzt wollen wir uns das Ganze aber noch hochziehen auf eine gleiche Höhe. Dabei achten wir jetzt einfach mal drauf. Jetzt nehmen wir erstmal Stein. Also wir setzen jetzt hier hinter der ersten Steinstelle, also bei der zweiten Steinstelle, die wir gezogen haben, jetzt an der Seite hier einmal Stein, ziehen das Ganze uns auf eine Höhe von 4 Blöcke und dann zweimal Läden. So, ne, wir müssen uns ja hier die Läden machen. Das heißt jetzt, hinter unserem Lapizazui-Block so schräg, setzen wir auch nochmal 4-mal Stein. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Denn unser Lapizazui-Block hier so schräg da vorne 4-mal Stein draufsetzen, denn hier auf der anderen Seite 4-mal Stein draufsetzen. Denn hinter diesem Lapizazui-Block auch nochmal 4-mal Stein hochziehen. Und hier. So, wenn wir das jetzt haben, kann man einfach hier wieder nach vorne fliegen. Wir achten einfach darauf, dass es hier die gleiche Höhe hat. Ups. Ne, die gleiche Höhe. Das heißt, jetzt hier bei der vierten Schicht verbinden wir erstmal unsere Steine. So. Nicht so, sondern so. Zack. Und hier natürlich nach vorne ziehen. Oder nach hinten, wie man das sehen möchte. So, das sind dann erstmal unsere Abstände für den Laden. Nun nehmen wir unseren Lapizazui-Block und machen die Säulen. Die Säulen sind jeweils 2 Blöcke höher, als die wir gezogen haben, also 6 Blöcke hochziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, 6 Blöcke hoch. Das machen wir hier nochmal. So, und weil das Ganze so schön war, ziehen wir jetzt alle Lapizazui-Blöcke, die wir uns markiert haben, alle auf eine Höhe von 6 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Das ganze Spiel hier natürlich auch. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Bis wir dann hier überall angekommen sind. Ne? Das machen wir auf beiden Seiten denn. Und so. Sehr schön. Wenn wir das Ganze jetzt haben, nehmen wir unseren Lehm zur Hand. Dann nehme ich mir jetzt erstmal wieder einen Geschwindigkeitstrank. So. Und ziehe jetzt auf unserer Steinschicht hier, wo unsere Läden sind, noch 2 weitere Lehmschichten drauf. So. So. Und so. Supi. Das ist dann unsere Wandhöhe, die wir verwenden wollen. Das ist ja genauso wie jetzt hier, das wir schon haben. Nun gehen wir einfach überall hin und ziehen die ganzen Wände mit Lehm halt so hoch auf die gleiche Höhe. Das machen wir jetzt hier überall. So, hier einfach alles hochziehen. Ihr seht ja auch schon, wir haben ja noch einen Extraraum, ne, da. Der ist jetzt nicht angeschlossen an irgendeinen anderen Laden. Das heißt, kann man wieder sagen, welcher Laden größer sein soll oder ob das einfach nur so fake sein soll hier die Stelle. Jetzt sehe ich gerade noch, wir müssen noch hier die Ecke hochziehen. Lapizazui-Block. So. Ja, kann man sich noch entscheiden, was man da reinbauen möchte oder mit welchem Laden man sich das verbinden möchte. Halt, ne? So, jetzt ziehen wir einfach mal hier hoch. Obwohl, das brauchen wir nicht hochziehen, ne? Sieht man ja nicht. Nur was man sieht, das muss man ja immer verkleiden. Es sei denn, ihr wollt euch das dahinter einrichten, ne? Dann zieht euch die Wand auch noch hoch. So, wenn wir das jetzt Ganze haben, machen wir das gleiche Spiel jetzt auch nochmal, und zwar hier. Hinter unseren Lapizazui-Blöcken setzen wir jetzt unsere Lehmschichten auch nochmal auf eine Höhe von 6 Blöcke. So, hier schön hochziehen. So, lasst euch jetzt nicht irritieren, ne, durch die Rolltreppe. Das heißt jetzt, ja, macht ihr das auch auf der anderen Seite erstmal so überall den Lehm hochziehen.
Ich mache das jetzt auch noch mal hier. So. Und die letzte Schicht natürlich auch noch. Sehr schön. Wenn wir das Ganze jetzt haben, geht es weiter mit Lehm. Das heißt, jetzt füllen wir den Boden aus. Wenn wir jetzt das auf beiden Seiten gemacht haben, kommt jetzt der Boden. Der Boden ist der gleiche, den wir jetzt immer noch verwenden, also Lehm. Dann haben wir jetzt den Boden fertig und dann geht es schon weiter. Das heißt, wir machen jetzt erstmal unsere Rolltreppe. Genau. So, wie markieren wir uns die jetzt am besten? Also, wir hatten ja hier diesen Pizzazu-Block, ne? Also auf der vorderen Seite hier zwei, ne? Da gehen wir dann hier auf die innere Seite, ne? Und sehen dann von der Wand, ne? 1, 2, 3, 4. Und beim vierten, zack, Steinziegelblock einsetzen. Dann schlagen wir drei weitere nach. Ja, in die Mitte, sage ich mal so, ne? Dann halt an, ja, beim dritten nochmal Steinziege setzen. In der Mitte platzieren wir dann Steinziege Treppe. Ach, obwohl, das können wir uns gleich auf oben raufhauen, so. Steinziege Treppe. So, danach wollen wir uns diese Steinziege Treppen jetzt auch, die Netherziege Treppen auch mal nach oben ziehen. Das heißt dann auf ganze, glaube ich, 8, 9 Blöcke. Dann ziehen wir mal 1, 2, 3. Dann schlagen wir hier den Lehm einfach weg. So. Und so. Danach dann einfach hier noch ein Steinziegel. Ne, Niederziegelblock platzieren. So. Gut, jetzt wollen wir mal gucken, wie hoch das Ganze ist. Also, wir fangen an. Also einmal Niederziegeltreppe, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Achtmal Niederziegeltreppe und dann oben noch einmal Niederziegelblock andocken. Jetzt nehmen wir Steinziegelblock und bringen jetzt, also jetzt hier erstmal diese Treppen, die wir benutzt haben, da oben, die bauen wir weg. Ne? So, und jetzt immer einen Steinziegelblock jeweils an der Treppe anbringen. So. Die Rolltreppen immer auch wieder synchron bauen. Baut erst die eine, dann die andere. So, erst bringen wir hier die Blöcke an. So. Und auf den Blöcken platzieren wir nun Steinziegeltreppe. Bis nach oben. So. Und ganz oben, halt hier, wo wir auch den Block haben, bringen wir an den Seiten oben einmal einen Block an. So, jetzt nehmen wir nochmal Steinziegeltreppe und bringen jeweils hier auf der hinteren Seite, nicht so, sondern Steinziegeltreppe umgedreht, hinten an der Seite an. So. Na, treffe ich? So. Hier nochmal. Ich weiß gar nicht, geht das. Ah, und dann hier nochmal. Sowieso. Kommen wir hier gar nicht mehr raus? Wir kommen hier nicht mehr raus. So. Buddel ich mich einfach durch. Ja, und so sieht das Ganze dann auch aus, die Treppen. Nun geht's halt weiter. So, wir nehmen jetzt am besten erstmal polierte Andesit. Und. Ne, wir nehmen erstmal Stein. Ne, ist einfacher. Wir machen das gleiche Spiel wie hier. Das heißt, von unserem Weg einfach mal den Stein nehmen und den ziehen wir über unseren Lapizazui-Block rüber. Ganz einfach mal hier so lang ziehen. So, dann hier einmal so rüber. Zack, und dann geht es hier weiter. Einfach immer rüberziehen. So, und hier am Ende Pizza-Zu-Block. So, wenn wir das ganze Spiel jetzt haben, nehmen wir polierten Andesit
und ziehen jetzt einfach vor unserer Steinschicht nochmal polierten Andesit einfach rüber. So, dabei trinke ich jetzt nochmal schnell einen Geschwindigkeitstrank. Weil das Ganze so schön war, ziehen wir den Polyten an, die sieht nochmal eine zweite Schicht drauf. Und Quatsch. Ah, was erzähle ich euch denn hier? Nee, da habe ich mich verguckt. Polyten an, die sieht nicht doppelt hochziehen, außer. Außer hier, die vordere Reihe. Nur hier. Und zwar einmal komplett rüber. So. Ne? Ja. So, wenn wir das ganze Spiel haben, natürlich dann hier noch ein bisschen. So. Dann zweimal eben noch dahinter. Eben hier noch ein bisschen. Ach ne, poliert man die Sieht denn hier so lang ziehen. So, dass man das nicht mehr sieht. Genau. So. Ja, wenn wir das haben, nehmen wir nochmal Stein und füllen jetzt einfach mal die Fläche hier aus, die hier noch jetzt ist oben. Einfach aus komplett mit Stein. Das ist unsere Decke. Jetzt haben wir schon die Räumlichkeiten schon so ein bisschen gemacht. Jetzt machen wir noch etwas anderes. Und zwar kann man jetzt hier oben sich jetzt auch noch den Weg ein bisschen ziehen. Das heißt, der Weg war ja auch mit Zweierbreite. Ne, mit ihm. Das heißt, jetzt hier an der Seite jetzt auch eine Breite von 2. Ne, kann man sich dann hier einfach so ein bisschen rüberziehen, so verbinden. Ne, sollte man auf beiden Seiten dann irgendwie so gleich abstimmen, wie man das möchte halt. Und dann passt das auch. Natürlich kann man jetzt noch sich dann hier wieder das Muster machen, ne? Von der, jetzt komme ich nicht drauf. Geländer, genau. Das Geländer kann man sich dann noch oben raufbauen, ne? Wieder noch, sag ich mal, hier noch wieder ein paar Blumenkästen. Kann man sich noch hier ranhängen. Ja, und danach. So, haben wir noch eine Kiste. Hier kann man sich noch wieder die Lichtquellen setzen, nicht vergessen, ne? So wie wir das da haben, machen wir das gleiche Spiel dann. Natürlich auch wieder hier. Da passt euch das einfach an. Hier immer wieder könnt ihr euch die Lichtdinger einbauen. Ne, das macht ihr überall ringsrum. Ne, seht ihr ja hier. Und dann könnt ihr noch, sag ich mal, euch Blumenkästen hier bauen oder halt ein bisschen Deko noch einbauen. So sieht das Ganze dann schon mal fertig aus. Das werde ich mir jetzt noch drüben dann machen in Ruhe. Wieder noch, sag ich mal, halt die Läden oben mit Wolle noch machen. Dafür habt ihr alle Platz. Vielleicht vom Eingang legt euch noch eine Matte. Ja, und dann sieht das Ganze dann auch fertigerweise so aus. Natürlich könnt ihr euch dann noch die Läden einrichten, ne? Zu den Läden, sag ich mal, ich verwende ja, sag ich mal, für den Boden Dschungelholzbretter, ne? Ne, die zieht ihr euch dann hier einfach rein. Wie gesagt, da könnt ihr dann entscheiden, was ihr mit diesem Raum noch macht. Ne? Und als Decke, ne, da setzen wir die Decke dann einfach hier oben an, ne, wo die Steinschicht ist. Da kommt dann unsere Decke hin von hellgrauer Ton. Da könnt ihr euch dann auch jeweils eure Lichtbeleuchtung einbauen in die Decke. Wie gesagt, darüber habt ihr noch eine Menge Platz. Nur so eine Zweierhöhe oder Dreierhöhe sogar. Dreierhöhe Platz, ne? Da könnt ihr einiges noch bauen, wenn ihr mal was wollt. Und ja, dann noch die Fenster oder Gläser, ne, von unserem Laden. Da nehme ich einfach Guyanes Buntlaus und hau das auf die zweite Schicht des Steins hier einfach rauf. Und dann könnt ihr euch da einfach eure Lädenfenster bauen. Wenn ihr noch irgendwelche coolen Ideen habt für Läden, die man sich hier reinbauen kann, dann immer nur kommentieren. Und ja,
So, dann würde ich mal sagen, viel Spaß dann hier beim Einrichten. Ich ziehe mir noch hier schnell die Scheibe fertig. So. Und irgendwann kann man sich den auch noch bauen. Sag mal, hier geht man rein. Und ja. So, ich werde mir das jetzt auch noch hier so ein bisschen gleich machen. Und dann sage ich einfach mal, in der nächsten Folge bauen wir uns dann die obere Etage. Kommen auch wieder noch ein paar Läden dazu. Und dann wären wir auch mit dieser Seite eigentlich fertig. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Decke. Genau, wir könnten oben euch schon mal den Ansatz bauen für das nächste Video für die Decke. Das sehe ich hier gerade, darum fällt mir das auch wieder ein. So, ich hatte es ja schon mal im letzten Video erwähnt, wie ich mir hier die Decke mache. Das machen wir genauso wie hier auf der Seite. Das heißt, wir fangen dann einfach hier an. Wir hatten eine Steinschicht, danach dann hier eine Steinschicht. Das Ganze auf 3. Dann einmal runtergehen, dann wieder 1, 2, 3. Und dann wieder 1, 2, 3. Und dann schlagt ihr jeweils den ersten Dreier weg und tauscht ihn aus durch eine umgedrehte Steinziegeltreppe. Ja, am besten wäre denn, ihr zieht euch hier die Steine an der Seite natürlich auf die gleiche Länge. Oder halt nur bis. Oder doch, macht man auf die gleiche Länge hier. Zack, nur von 3. Unten halt dann so wie jetzt hier. Steinziegeltreppe anbringen, ne? Das macht ihr auf beiden Seiten halt synchron. Und dann zieht ihr euch das einfach hier noch einfach rüber bis zur anderen Seite. So. Und so. Durch die Treppen nicht vergessen, die anzubringen, ne? Machen wir einfach hier auch immer komplett rüberziehen. Dann sieht das fertige Ergebnis so aus. So wie wir jetzt hier die Decke ziehen, also dann wäre ja unsere Deckenhöhe diese hier. Ne? Und wie wir das jetzt hier diesen Übergang gemacht haben, ne, den nächsten Raum, das könnt ihr euch, dann sage ich mal, fliegen wir nochmal auf die andere Seite, theoretischerweise auch schon hier bauen. Ne? So wie da, hier. Ne? Mit diesen Dreierstufen. Das macht ihr auch nochmal hier runter. So, das war's dann auch eigentlich. Haben wir wieder viel zu bauen, wir auch wieder viel einzurichten. Und ja, dann würde ich auch mal sagen, wir stellen uns safe hier hin. Wir nehmen die schon fertige Seite. Oder so, ein bisschen schräg. Ja, und dann sage ich einfach mal, das war's dann auch erstmal wieder von meiner Seite aus. Schaltet ein zum nächsten Video und haut's rein. Und ja, tschüss.